Die Mutter hat das Fleisch schon in der Pfanne, doch Vater sitzt noch in der Badewanne. 1959 habe ich mit Friedrich Achleitner zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte ein Klavier zertrümmert als Aktion. Das war im Rahmen des zweiten literarischen Kabarets der Wiener Gruppe. Das Ganze ist also so abgelaufen, dass wir zuerst, der Achleitner und ich, auf seinem Motorroller durch den Mittelgang des Zuschauerraums gefahren sind zur Bühne hin. Und während wir auf das Klavier eingedroschen haben, hat Oswald Wiener einen philosophischen Text vorgetragen und der Konrad Bayer hat aus einem Buch über indische Freudenhäuser vorgelesen. Und vorher wurde übrigens das Klavier bespielt, sodass man sehen konnte, dass es noch okay war. Gerhard Röhm ist ein Grenzüberschreiter in vielerlei Hinsicht und das seit Anfang der 1950er Jahre. Er komponiert Sprache als Musik, er setzt Schrift zu Bildern zusammen und es geht so weit, dass er Schrift zur Zeichnung erweitert. Gerhard Röhm hat mit seinen ganz frühen Lautgedichten und auch mit seinen Konstellationen von Wörtern und Buchstaben begonnen, zwischen den Medien zu arbeiten, zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht gang und gäbe in der Kunst war, und hat dann sehr früh begonnen, die Prinzipien der Musik, insbesondere der Zwölftonmusik, die ihn immer mehr zu interessieren begonnen hat, auf die Dichtung anzuwenden und hat versucht, die Dichtung so aus ihrer repräsentativen Funktion herauszureißen. Und es ist eigentlich immer so, dass er sich zwischen den Bereichen bewegt und dass man nicht klar sagen kann, handelt es sich jetzt hier um Sprache oder handelt es sich jetzt hier um bildende Kunst. Ich bin ein Prasser, ganz ein Krasser, trinke Wasser jeden Tag. Trinke Wasser, 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 werde nasser, nasser, nasser von dem Wasser, das ich mag. Und verprassen, alle hassen mich schon sehr und ich trinke weiter, weiter Wasser, Wasser, immer mehr. Ja, Sprache besteht natürlich nicht nur aus Begriffen, also im semantischen Bereich, sondern es hat ja auch ein Material und grundsätzlich unterschiedlich. Darauf hat schon der de Saussure, der berühmte Linguist, hingewiesen. Man unterscheidet grundsätzlich Schrift, also gesprochene Sprache und schriftliche Sprache. Und schriftliche Sprache neigt natürlich zur Bildenkunst hin. Also zum Beispiel die Handschrift hat was mit der Zeichnung zu tun und die Druckschrift, damit kann man also sozusagen Konstellationen von Buchstaben bzw. Wörtern herstellen. Und die gesprochene Sprache hat musikalische Parameter wie Rhythmus, Tonhöhe, Lautstärke und den jeweiligen Ausdruck eben. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kommt man natürlich einerseits zu einer visuellen Poesie, die man nur anschauen kann, und einer auditiven Poesie, die man hören muss, wo eigentlich die Botschaft auch in der Art der akustischen Realisation steckt. In der visuellen Poesie gibt es einerseits Typokollagen, wo er aus Zeitschriften, aus Zeitungen einzelne Lettern, einzelne Worte herausschneidet, sie in neue Kontexte, in neue Konstellationen zusammenfügt. Es ist ihm ganz wichtig, dass es nicht darum geht, einen Begriff einfach zu illustrieren, zu visualisieren. Er will nichts metaphorisieren, sondern es geht darum, den Aussagewert zu erweitern. Und man sieht, je nachdem, ob sich Buchstaben verdichten oder ob er sozusagen Momente der Leere oder Pausen erzeugt, dass man Sprache und seine einzelnen Bestandteile auf völlig andere Art und Weise wahrnimmt. In die visuelle Poesie fallen auch Fotomontagen. Die kann man ähnlich verstehen wie diese Konstellationen von Buchstaben und Wörtern, nur auf der Ebene der Bilder. Also da fällt dann die Schrift völlig weg. Die Montage ist ein ganz grundlegendes poetisches Verfahren,
dass dadurch, dass man immer wieder sieht, es handelt sich um Bruchstücke, man sieht die Kanten, man sieht die Nähte, immer wieder vor Augen führt, ein Bild ist nicht in einem Abbildungsverhältnis zur Wirklichkeit, sondern ist eine Konstruktion. Genauso wie Sprache nicht in einem Abbildungsverhältnis zur Wirklichkeit steht. Das ist so die künstlerische Strategie in Rühms Werk, die er eigentlich durch die Medien hindurch anwendet. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe ja 26 Jahre an der Kunsthochschule in Hamburg, also Kunstuniversität heißt es inzwischen, in Hamburg unterrichtet. Und da habe ich als Fach natürlich auch beidhändiges Zeichnen eingeführt und automatisches Zeichnen. Und ich habe immer meinen Studenten gesagt, dass Zeichnen eigentlich mehr mit dem Tastsinn als mit dem Sehen zu tun hat. Natürlich das Sehen, dass das wichtig ist, ist klar. Aber der Tastsinn ist das Erlebnis der Berührung des Blattes mit dem Bleistift beziehungsweise mit der Hand. Also ich bin dann so weit gegangen, dass ich den Bleistift weggelegt habe und auf das Blatt ein Kohlepapier gelegt habe und dann mit den 10 Fingern auf diesem Kohlepapier Ausdrucksformen zustande gebracht habe. Und das habe ich dann Tastzeichnungen genannt. Das war eine bestimmte Gruppe von Arbeiten. Ja, die Ausstellung legt einen Parcours quer durch seine unterschiedlichsten Werkgruppen. Man kommt rein und ist sofort konfrontiert mit einigen frühen Schreibmaschinenideogrammen, einigen Typokollagen, die für mich ein ganz zentrales Element seines Oeuvres sind. Sie werden sehen, in jedem Raum ist die Hängung variiert. Also ich habe versucht, da eine große Variation hineinzubringen. Jede Werkgruppe braucht eine andere Betrachtungsform. Es gibt Gruppen, die im Sinne einer Cloud gehängt sind. Es gibt Streuhängungen, es gibt dann wieder Hängungen, wo sehr viel Leere entsteht. Zum Teil habe ich versucht, das Prinzip der Collage auch auf die Installation anzuwenden. Es gibt aber dann sehr viele Momente und Orte, wo Rühm zu sehen ist, wo Rühm zu hören ist, als Pianist, als Sänger, als Experimentalfilmer, als Schöpfer von zahlreichen Künstlerbüchern, etwa Rhythmus Ehre, ein ganz, ganz wichtiges Werk für ihn, bis hin zu Verfilmungen seiner Dichtungen durch Hubert Zieletzky, bis zum Schluss, bis zu einer Interpretation seiner Dialektgedichte durch Falco. Tanz mit ihm noch diesen Tanz, schon bist du verzaubert ganz, du hörst eine Melodie, meine, nämlich die. Was mir sehr wichtig war in dieser Ausstellung, ist zu zeigen, dass Gerhard Rühm und sein Beitrag zur Neo-Avantgarde in einem internationalen Kontext des Intermedialen zu sehen ist, des Performativen zu sehen ist und gewisse Dinge vorwegnimmt, die dann in der Performancekunst, in der Konzeptkunst, in Fluxus, in unterschiedlichen Formen wieder aufgetaucht sind. Und gleichzeitig ihn als Figur zu sehen, heutzutage spricht man sehr viel in der Gegenwartskunst von der Sprache in der Kunst, das erfährt eine neue Konjunktur. Genauso ist die Figur des Artist-Poet wieder hoch im Kurs. Und zu fragen, was hat Gerhard Rühm für wichtige Meilensteine gelegt, um diese Frage des Sprachbezugs in der Kunst, sozusagen dem ein Fundament zu geben, das vorzubereiten. Die Mutter hat das Fleisch schon auf der Gabel. Das Wasser reicht dem Vater bis zum Nabel. Jetzt ist das Fleisch schon zwischen ihren Zähnen. Der Vater wäscht und wäscht sich bis zum Gähnen.